Oh, Baby. Mini? Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Selina und es ist noch irgendwie mitten in der Nacht, aber Sandy stinkt. Und Sandy will unbedingt duschen. Das sollte sie auch tun. In der letzten Folge ist Luna, nee Angela, oh, ich verwechsel die jedes Mal, älter geworden. Sie ist jetzt ein Kind, wir haben das zweite Stockwerk auch übrigens schon dazu genommen, weil dort werden nämlich Luna und Angela hinziehen, damit jeder auch sein eigenes Zimmer hat, jeder seinen eigenen Bereich und wow, Taka. Oh, Taka ist da. An Lieblingsstelle kratzen, in den Haushalt einladen. Das ist so süß. Bitten, das Geschäft zu erledigen. Sollen wir ihn in den Haushalt holen? Weil eigentlich ist er ja gestorben. Und vielleicht wäre es auch ganz gut, loszulassen. Wisst ihr? Oh, das ist gerade irgendwie eine schwere Entscheidung. Wir lassen es erstmal. So, und JD, was ist mit dir los? Oh nein, wartet. Das Spielzeug ist gerade runtergefallen. Mini, ich helfe dir. Ihr zwei dürft jetzt aber auch mal ganz gerne aufstehen. Oh, sie ist schmutzig. Genau, geh duschen, mal duschen. Und Angela wecken wir jetzt auch auf, weil die beiden müssen ja auch in ein paar Stunden schon in die Schule. Und was ist das hier? Gespenstiges Heulen. Mini, lauf bitte nicht auf der Tastatur rum. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Oh, das ist süß. Übe jetzt schon mal, wie man sich verbirgt oder besorge dir ein Ninja-Outfit. Also eher Fähigkeiten oder das Äußerliche. Ich glaube, Angela würde mehr sich um die Fähigkeiten kümmern, weil sie ist ja dann auch später ein sehr introvertierter Sim. Okay, Verantwortung sinkt. Warum? Was hat sie getan? Oh, sie muss Pipi und hat Hunger. Genau, dann darfst du dir Reste nehmen. Danach gehst du Pipi machen, weil jetzt ist ein bisschen blöd, wenn nämlich Luna noch am Pipi machen ist. Am Duschen ist. Quatsch. Und was hast du? Oh, du musst auch Pipi und du hast auch Hunger. Toll. Das heißt ja, es ist heute Morgen gar nicht stressig, Leute. Oh, hier ist noch ein Bild, genau. Das darfst du mal fortsetzen, das Gemälde. Weil wir haben bis jetzt nur knapp über 1000. Es wäre aber ganz cool, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld sammeln. Genau, die Kackhaufen kommen auch weg. Damit wir natürlich das zweite Stockwerk und somit das Zimmer der beiden Mädchen einrichten können. Warum machst du nicht weiter? Du musst Pipi. Ach so, warte, du musst ganz schön trinken. Dann geh zuerst Pipi machen. Oh, Angela! Luna! Ach, Mann! Geh noch schnell was essen. So, und was hast du noch für Probleme? Ekelhafte Sanitäranlage und es schmeckt nicht, das Essen. Sorry? Oh, jetzt schaust du einfach nur fern. Und sie ist ganz traurig. Ah, nee, jetzt nicht. Und du bist angespannt? Was ist denn heute los mit euch? Komm, dann schau dir auch den Kinderkanal. Aktuellen Kanal schauen. Vielleicht fühlst du dich dann ein bisschen besser. Das wäre doch schon mal super. Okay, das können wir später reparieren. Das ist gerade ehrlich gesagt ein bisschen unwichtig. Ich finde es jetzt erstmal wichtig, Geld zu sammeln und dann endlich oben das Stockwerk einzurichten. Ein Hundebild, wie cool. Und es kostet über 1000 Simoleons. Perfekt. Das ist doch wirklich der Hammer. Dann würde ich sagen, ich muss einfach mal raus. Nein, wir gehen nicht ins Restaurant. Wir schauen jetzt einfach mal, wie wir das Ganze mal so grob einrichten können. Was ist das denn? Königlicher Bäder. Oh, wie schön. Wir könnten ja auch, also das ist jetzt keine Priorität, aber dann später vielleicht auch ein Badezimmer nach oben bringen. So, aber hier würde ich das Ganze jetzt erstmal ein bisschen vergrößern. Jo. Sehr gut. Vielleicht noch so. Dann haben wir in der Mitte den Flur. Und dann können wir doch schon direkt rechts, wenn das vom Platz passt, das erste Zimmer hinbauen. So. Ja. So vielleicht. Vielleicht geht das ja auch von der Größe.
Ich weiß nicht, ich kann das jetzt gerade ganz schwer einschätzen. Aber dann haben wir hier einmal die Nische. Das ist ja sau wenig Platz. Nein, das können wir so nicht machen. So. Oh, ich bin gerade richtig unkreativ. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen sollen. Ich kann es mir einfach gerade ganz, ganz schlecht vorstellen. Aber gut, wenn wir jetzt hier... Das ist ja blöd. Ein längliches Badezimmer. Wie bescheuert. Viel zu wenig Platz. Dann müssen wir da irgendwas kürzen. Oder wir machen das Ganze so. Dann gehört das nämlich noch hier dazu. Das ist schon mal besser, oder? Wir haben jetzt schon kein Geld mehr. Wir haben bis jetzt nur die Wände aufgezogen. Okay, Sandy, du weißt, was das heißt. Dann fang mal an, Bilder zu malen. Die Kinder sind von der Schule zurück. Ja, das will ich natürlich verkaufen. Und was ist mit dir wieder los? Oh, du bist in den Haufen getreten. Bäh, Lehrer können manchmal so nerven. Ich kenne das. Hier ist ja jetzt schon eine richtige Pfütze. Okay, die sollte sie gleich mal wegmachen. Aber die Theater-AG beginnt ja gleich. Sie hat noch nichts gemacht. Mist. Theater spielen üben. Komm schon. Oder? Nee, ich glaube, wir müssen die Texte lernen, oder? Steht da ja. Dann machen wir lieber das. Nein, sie... Sie soll nicht blau machen. Ich wusste nicht, dass sie jetzt schon dorthin geht. Das ist ja ganz schön schnell. Naja. Kannst du ihn... Ah ja, bitten, das Geschäft zu erledigen. Sehr gut. Dann hast du nämlich auch schon mal eine kleine Arbeit. Und dann kannst du ja einfach mal hier die Sachen wegwerfen. Das geht ja schon mal. Dass hier mal ein bisschen ordentlicher ist. So, währenddessen haben wir übrigens, während die zwei in der Schule waren, Bilder gemalt. Wir haben jetzt rund 2000 Simoleons. Das ist noch lange nicht die Welt, aber es ist auf jeden Fall schon mal viel, viel besser. So, das erste, was ich jetzt mal gerne hätte, sind die Türen. Und die platzieren wir jetzt einmal hierhin. Dann hier. Und die letzte hierhin. Gut. Und jetzt können wir schon mal so grob anfangen einzurichten. Hier muss natürlich auch noch eine Lampe hin. Aber ich sehe schon genau kommen, dass wir nicht wirklich viel einrichten können. So, da Angela ja das Zimmer, also die Fähigkeit bekommt, YouTube und Schauspielerei und so weiter und so fort, möchte ich ihr natürlich hier einmal rechts das Zimmer geben, weil das irgendwie gefühlt ein bisschen größer ist, meine ich. So, nehmen wir das einmal. Gut. Und hier oben kommt dann einmal Angela hin. Was ist los? Gut, Angela braucht ja dann auch den Schreibtisch. Für Luna würde ich dann einfach gerne einfach einen neuen kaufen, weil sie ja sowieso bald ein Teenager wird und dann ist es ganz hier ein bisschen unwichtig. So, aber Luna behält natürlich ihren kleinen Wubalu, Hamster, Igel, ich weiß nicht mehr, was es ist. Nee, das ist ein Hamster. Sie behält ihren Hamster. Gut. Und das Gitter weg, das stört mich total. Holen wir noch hier einmal den Boden. Damit hier wenigstens irgendwas noch drin ist. Und wow, wir haben noch sehr viel Simoleons. Sehr, sehr gut. Okay, dann nehme ich hier jetzt auch einmal die Wand. Gut. So, und was für ein... Oh, Mist, das war ein Fehler. Wir haben jetzt gar nicht mehr viel übrig. Eine ganze Zimmerwand damit. Das ist viel zu viel.
Dann machen wir einmal hier. Und hier sind die gegenüberliegenden Wände. Und jetzt habe ich keine Idee mehr. Aber wir haben sowieso nicht ganz so viel Geld. Sondern hier können wir es ja ruhig schon einmal diese Wand hier machen. Und dann machen wir noch die Wand hier an der Tür. So. Dann ist da wenigstens ein bisschen mehr Struktur drin. Das ist ja nämlich schon mal ganz gut. Und ansonsten, Moment. Hier, da kommen jetzt die Wände runter. Und hier unten, da wird ja jetzt entweder eine Küche draus oder sowas. Das weiß ich noch nicht so genau, wie wir das umbauen. Aber ich weiß nur, dass es echt geil wird. Okay. So. Vielleicht machen wir hier Küche, Esszimmer und dann kommt hier das Wohnzimmer hin. Oder hier ist Esszimmer. Ich weiß es noch nicht, Leute. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Aufteilung hier in dem Haus gerne hättet, wie ihr das einrichten würdet, also wo in welche Ecke was kommen sollte, was aus das, dem alten Kinderzimmer wird, ob das Wohnzimmer dort bleiben soll, wo es jetzt bleibt und bei der Küche ebenfalls und wo das vergrößerte Esszimmer hinkommt. Also, es würde mich sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare und schaltet beim nächsten Mal auf alle Fälle wieder ein.